Das ist wirklich ein Grund zur Freude. Nach anderthalb Jahren Planung ist das Projekt Schulschwimmzentren für besseren Unterricht nun offiziell gestartet. Sandra Scheer ist Senatorin für Bildung, Jugend und Familie und Axel Bender, Präsident des Berliner Schwimmverbandes, stellten das Gesamtkonzept am Freitag im Kombibad Seestraße vor. Weil ich der Auffassung bin, dass wir immer noch einen zu hohen Anteil der Kinder haben am Ende der dritten Klasse, die noch nicht schwimmen können, also die Bronze nicht erreicht haben, nämlich 17%. Um die Anzahl der Nichtschwimmer nach der dritten Klasse zu senken, wurden nun gleich mehrere Maßnahmen getroffen. Neben Wassergewöhnungskursen in Kitas sowie kostenlosen Ferienschwimmkursen für Nichtschwimmer gibt es mit dem Kombibad Seestraße nun auch das landesweit erste Schulschwimmzentrum. Wir sind gerade, was das Schwimmzentrum angeht, sind wir ja von einem Modellprojekt übergegangen in ein Regelprojekt. Jetzt hier im Wedding ist das erste Schwimmzentrum, was an den Start geht. In den Schwimmzentren werden Trainerinnen und Trainer des Berliner Schwimmverbandes die Lehrkräfte beim Schwimmunterricht der umliegenden Schulen unterstützen. Die Trainer können nun ihre Fachkenntnisse in den Unterricht mit einbringen und ermöglichen gleichzeitig ein Training in kleineren Gruppen. Die Wahl des Kombibades Seestraße als erstes Schwimmzentrum war dabei kein Zufall. In der Umgebung ist die Nichtschwimmerquote in den Schulen besonders hoch. Gerade weil ja auch an den Schulen sehr viele Lehrer fehlen, hat man dadurch, dass man Trainer zuordnet, eine höhere Personaldichte und kann dadurch besser auf die Kinder eingehen. Das Projekt läuft. Wir hoffen, dass es weiterläuft. Wir sind sehr interessiert daran, dass wir dem Projekt noch mehr abgewinnen können, dass wir weitere Schulschwimmzentren entwickeln können. Das Ziel ist nun, in den kommenden Jahren weitere Schwimmzentren in ganz Berlin zu etablieren. Die Standorte werden, wie auch beim Kombibad, die Nichtschwimmerquote in der Umgebung berücksichtigen. Wir konzentrieren uns in den weiteren Bezirken auf die Bezirke, die ja für, aus unserer Sicht noch zu hohe Nichtschwimmerquoten haben, also Kinder, die noch nicht Bronze haben, und werden sukzessiv weitere Schwimmzentren ausbauen. Der erste Schritt ist also getan. Nun ist natürlich zu hoffen, dass das Modell Schule macht. Es schon sehr bald weitere Schulschwimmzentren für einen besseren Unterricht geben wird.